So, Knife wird losgehen. Ja, also ich hoffe, dass Fnatic hier das Spiel zu einem 1-1 drehen kann, wie wir am Ende Mirage sehen werden. Und das Voting für die EPS-Spiele wird Samstag oder Sonntag aufgehen. Momentan mit der IEM und sonstiges zu viel Content. Ich will euch ja auch nicht zu spammen, dass irgendwie jede Stunde die Knochenseite da auf eurer Wall erscheint. Also ich persönlich hoffe auf einen Sieg von Navi, weil sie sind weitergekommen, weil sie das letzte Spiel nochmal 16-14 gewonnen haben. Ja. Und Fnatic ist nur weitergekommen halt, weil Winfack quasi gepasst Lions hat. Und haben, ja. Genau, und sie haben das letzte Spiel auch relativ hoch verloren, also finde ich, dass Navi es auch verdient hätte, dann weiterzukommen jetzt. Haben auch besser gespielt eben. Kannst du predicten Finale? Also mein Wunsch Halbfinale wäre ESC gegen Lions. Ja, das Halbfinale ist ja schon safe. Also ESC spielt gegen SK. Okay. Und der Gewinner hiervon spielt gegen Lions. Ja, ich hätte also sehr ich glaube, gerne gesehen, Navi kommt ESC ins Finale. Ja, und SK glaube ich auch. Wobei, ESC... Und ich hoffe, dass ESC das Event gewinnt halt, weil ja. Ich mag die Jungs einfach und... Andererseits... Aber wobei einfach SK am stärksten ist wahrscheinlich. Andererseits muss man dazu sagen, ich würde es SK an dieser Stelle gönnen. SK bei allen Intel Extreme Masters übrigens dabei gewesen. Und sie haben es nie besser geschafft, als Platz 3 zu kommen. Sie sind... viermal Vierter geworden bisher, einmal Dritter, haben es aber nie ins Grand Final geschafft bisher. Navi könnte man es auch gönnen, denn sie könnten ihr Triple machen. Zum einen dreimal hintereinander und zum nächsten sind sie überhaupt das einzige Team, die es bisher geschafft haben, zweimal die Intel Extreme Masters zu gewinnen. Okay, was würdest du jetzt sagen? Das allererste Extreme Masters Event haben die Polen gewonnen. Was wäre, wenn sie das letzte gewinnen würden? Das wäre natürlich auch gigantisch. Also deswegen, ich weiß, ich gönn's den Polen, also weil ich die haben viel gemacht. Ich gönn's Navi ehrlich gesagt nicht, weil, ja, weiß nicht. Also Navi hat sich meiner Meinung nach, 2010 war es, wo sie alles dominiert haben. Und dann wünscht man sich eigentlich mal wieder ein anderes Team, was natürlich gewinnt und vorne liegt. Navi hat eine unglaubliche Dominanz. Es liegt natürlich daran, dass sie in ihrem Trainingshaus halt Vollzeit quasi CS spielen. Und haben damit natürlich einen Vorteil jedem anderen Team gegenüber. Also es gibt ja kein Team, SK nicht, auch die Polen nicht, die ein eigenes Team aus haben und sowas. Die halt tagtäglich spielen und sich vorbereiten können. Ja, SK, ich weiß, was du meinst. SK oder die Polen, das ist halt die Frage, ne? Wer kann Navi da am ehesten schlagen im Finale? Also ich glaube, dass... Ja, ich will nicht zu viel also da festlegen, aber ich glaube, dass SK die besseren Chancen hat, gegen Navi zu gewinnen, als die Polen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass die Polen mal irgendein Finale verloren haben. Jetzt auf die Schnelle. Wenn die im Finale waren, waren die immer fit. Immer haben sie dann eigentlich gewonnen. Naja, außer letztes Jahr, ne? Da haben sie gegen Navi verloren. In League Stream Masters. Da standen sie im Finale, Navi Frag Executors, damals noch. Stimmt, das wäre zum Beispiel eine große Niederlage gewesen. Großes Game. Dann ESC, gerade nicht sicher, aber... Halbfinale haben wir verloren. Piss Around geht los zwischen Fnatic und Navi. Oh, Markov ist Bugbus und da kommt jetzt vielleicht Guxo mit Deagle. Mal gucken. Der Markloff geht keine sofort Hits. Weg, gibt ihm keine Chance. Aber trotzdem keine Hits verteilt. Auch die HE hat nicht gesessen. Fnatic komplett wieder weg da vom Kargan. Aber Sterix aimt gut ab. Und sie kommen jetzt wieder. Wenn jetzt da die Diegel vorgelassen wird, kann er ihm auch Gesicht geben. Aber Zeus ist immer noch am Kleinen, hält eine HE. Und die wird kommen, sobald Sterix da Contact hat. Da hat er einen Block-Headshot bekommen sogar. Mit 53. Und Fnatic arbeitet sich da weiter vor. Sterix übernimmt jetzt kleine Rampe. Zeus übernimmt die große.
So, raus. Zeus hat's gespottet. Derix hält weiter drauf. So, sehr gut nochmal gepusht. Und Gux mit der Diegel. Kann da nur einen wegholen, aber den zweiten noch ein bisschen Hits gegeben. Edward mit 16 AP. One on three, Modi. Oh, wird gespottet und Starix klärt. Edward mit 2 AP überlebt. Und Navi. Navi schnappt sich da die Pistole. Starix mit 3 Frags in dieser Runde. So, und für diejenigen, die gerade noch in den Comments fragen, ob Gob heute was gesagt hat und Ninja gestern, von Ninja, der Talk ist als VOD bereits verfügbar. Von Gob wird heute Abend ebenfalls dann online kommen. Nach meinen EPS-Matches werde ich wieder die ganzen Wots schneiden von heute und dann publishen auf Facebook und auch auf Readmore. Da gibt es einen eigenen Thread, weiß nicht, ob der schon gesehen wurde. Da kann man sich alles anschauen und nochmal anhören. Ja, Molly. Und Fnatic übrigens wieder aggressiv gekauft. Haben jetzt wenigstens die zweite AK da zurückholen können, die Molly hatte. Also wieder mit 2 AKs und Deagle unterwegs. So, keiner schaut so richtig Poppe. Jetzt Edward. Aber können dann nicht wirklich was früh spotten. Starix mit Agroposi da auf der 3. Zeus über große Rampe wieder. Und wird wahrscheinlich wieder den ersten Kontakt haben. Starix kann nur einen holen. Zeus. Aber wir sie legen wieder die Bombe. Ah, oh, schade. Wenn Fries den macht, ist die Runde eigentlich fast wieder offen. Wurde er nicht krass gelackt von Zeus? Hat auf jeden Fall gut draufgeschossen die ganze Zeit. So, Zeus jetzt erstmal mit dem Diffuse. Und dann wird er noch eine AK mitnehmen. Okay, da hat die M4 schon. Der andere Mate hat die AK geholt. Der Edward war das. So, Navi auf jeden Fall mit dem guten Einstand. Fnatic jetzt diese Runde nicht mehr gekauft, trotz Plans, wollen dann nächste Runde wahrscheinlich nochmal versuchen, haben dann auch über AWP. Genau. So, jetzt schnell Poppe raus. Edward steht. Navi aber zu dritt jetzt am Trainyard A unterwegs. Makulov jetzt wieder CT-Base. Jetzt lässt man Zeus alleine und da soll es jetzt wieder hingehen. Oh, Modi, diese HE voll verworfen, ist da an der Kante hängen geblieben. 25 HP noch bei ihm. Makulov ist wieder da, Zeus stand die ganze Zeit vorne Rampe. Makulov übernimmt, Zeus wird große Rampe dann wieder decken. Ich glaube, die haben auch Angst, dass sie gekauft haben, ganz ehrlich. Oh, Makulov. Kann da den Frag setzen und den letzten kriegt auch nochmal Zeus. Vierer Runde von ihm, einer von Makulov. Schön, dass man Makulov jetzt mal wieder mit AWP unterwegs sieht. Ja, ich habe mir gedacht sogar eben, dass das vielleicht sogar ein Problem ist, weil er hat das ganze Event halt kein AWP gespielt. Ich glaube, er ist auch nicht. Ich glaube, die haben auch nicht einmal Train gespielt, also ja. Ist er dann die Avos, dass er dann vielleicht nicht direkt ganz fit ist mit der AWP, aber ich denke mal, wird die nicht so. Aber Moment, jetzt kommt schon der große Schritt. Zeus jetzt am Pop, macht Headshot, tötet ihn. Gut gepusht. Sie müssen jetzt auch abziehen. Nice. Perfekte HE und Khan damit letzter. Die AWP von Fries.
einfach nur zernichtet. Und Khan wird da auch easy gefischt. Es geht nicht auf, was hier Fnatic spielt. Sehr starker Push von Zeus. Gut angesagt. Dass sie da direkt Druck machen gegen Poppe. Also sie haben gewusst, Fnatic gerade mit der Sparrunde, damit sie jetzt auf AWP gehen können. Und die Awe sehr wahrscheinlich halt über Poppe zieht. Ja, das stimmt. Der beste Spawn, der kleine Spieler, sagt dann einfach, ja, ich mach das dann schon. Und jetzt wird's schwer, jetzt haben sie eine AWP. Sterix. Und egal, was du jetzt spielst als T, sieht immer schlecht aus. So, Khan einfach ein bisschen laut am Kagern. Und Zeus kommt rein. Zeus geht durch die Smokes. Sie warten, Poppe Ausgang. Edwards. Makelov muss klären und Makelov kriegt den auch noch. Und damit ist er nun warm geschossen. Tja, wie soll das weitergehen hier? Wo jetzt haben sie wieder einen guten Spawn. Wo sind die Löcher, wieder pushen, die man hier jetzt für Fnatic nutzen könnte? Das ist das Problem, wenn man eine Double AWP spielt, kann man jeden Spot halt 2-2 stehen, selbst wenn der T einen First Frag macht. Boah, ganz schnell angespielt jetzt am Kleinen. Und da steht nur Sterix. Sehr, sehr viel Gas gegeben erstmal, aber jetzt defensiver. Und schöner Move, halt einfach nur zum Einnehmen. Jetzt kann man noch. Jetzt muss ich gar nicht überlegen, was sage ich an. Aber das Problem ist, das, was ich meine. Wie willst du den Gegner jetzt outplayen? Egal welchen Fake, sie stehen immer ganz gut. Oh, nice Move. Jetzt hat Makelov ist jetzt KG geboostet. Also, jetzt könnte er eigentlich C9 jetzt verschieben und man könnte auf T-Mitte scheißen. Dann hätte man zu dritt den Kleinen und Pop ist ja gedeckt, weißt du, so. Kommt der Kleine, Go. Oh, Zeus sprayt einfach rein. Sterix macht den Zweiten. Ja, das ist so leicht zu handeln. Das Schütze treffe ich sogar mit Aave. Da fehlt halt einfach ein guter Flash von oben so. Und der Go darf nicht direkt kommen, wenn die Smokes kommen. Sie doch besser wissen halt. Weil sonst so, platzt man 23 und Sterix regelt. Der, by the way, auch ein sehr, sehr gutes Turnier spielt schon. Ja. Navi wirklich also gerade auch mit einer Top-Leistung hier auf Train. Und sie haben jetzt auch so langsam ihr Momentum. Zeus 13-1 Stats, Sterix mit 9-1. Also Sterix macht wirklich auch, also nicht nur, dass er seine Schüsse auch trifft, sondern er sagt auch sehr, sehr gut an. Navi steht da fast immer richtig. Ja, das ist das Problem auf der Train-T-Seite, dass man den Gegner nicht wirklich outplayen kann. Also hat er gerade gesehen, egal was sie gemacht hätten am KG, Zeus hätte nicht am Kleinen verschoben, weil er braucht eh zu lange. Oder wie willst du den KG faken, weil du riskierst viel zu sehr einen Train gesetzt zu bekommen, halt von der AWP, die jetzt wieder einen Boost bekommt. Jetzt ist Modi mal random rausgegangen. Macht einen random Kill. Aber, was ich gesagt habe, man kann den Spot jetzt easy 2-2 handeln. Ja, und jetzt Achtung, KG wird dann kommen mit Khan und dann kommt es drauf an, was Makelov macht. Senja ist eben sehr, sehr schnell da, kann dann K-Gang übernehmen und Zeus wird dann sich um T-Mitte kümmern. So, Senja geht sogar nochmal pushen. So, und Makelov macht den Frag, Senja macht Fies mit der Awe. Und damit ist die Runde eigentlich schon wieder gelaufen für Fnatic. 35 Sekunden und sie wollen jetzt nochmal also den Kleinen anspielen. Also selbst wenn man einen First Track hat, ist es so schwer, die Runde abzuschließen. Jetzt hat die AWP gegangen, hat den Kleinen alleine gedeckt in der Zeit. Die konnten ja noch nicht so schnell dort sein. Ja, und Sterix schaut immer oben Rampe, deshalb macht er da diese ganze Zeit diesen... Ja, das sind Double AWP sogar am Kleinen. So. Ja, hat gewartet, bis dann Mate da ist und jetzt ist Makelov da. Jetzt müssen die jetzt nur die Posis abnehmen, damit die nicht vorkommen, die Üben. Marco, das haben sie jetzt gut gemacht. Eine gute Fläche gekommen von Fnatic. Aber jetzt C9, laut und hinten. Boah.
wichtiger Trick von Zeus. Oh, 5 HP von Exist. Was kann Tana machen auf der Posi? Er hat sich auf jeden Fall gezeigt. Zeus weiß es jetzt. Oh, wenn er ihn bangt. Es sind noch 18 Runden. Hat er den wichtiges wichtige Runde, auch wenn alle sterben. Das ist jetzt einfach mal eine Runde für die. Dass man immerhin schon mal eine Runde hat, dass man nicht 15-0 verliert. Ja. Oh, jetzt Zeus. Tiger Kill. Kann aber nicht den Refrax setzen. Wieder Exist Low, also. Das ist. Ein bisschen Pech auch. Was spielt man jetzt für eine Taktik? Und nimmt er jetzt gleich wieder T-Mitte ein? Hat es auf jeden Fall kurz gespottet. Geht Plateau hoch. Oh, jetzt hat Stadix wieder ganz allein den Kleinen mit AWP. Makulov hat einen kleinen Reach, den Triple-Tour machen. Was ein Vorteil an den ganzen Navi-Leuten ist, die wissen genau, wie man sich der Smoke arbeitet. So, und jetzt sieht er relativ gut da. Wie geht man jetzt rum? Da muss jetzt keiner eine gute Ansage bringen. Geht man auf Glück einfach rum oder... Oh. Geht auf